So, herzlich willkommen, wir sind wieder da. Es hat ein bisschen länger gedauert. Der Philipp vom Scooter Center und meine Wenigkeit sind jetzt am Final am Lambretta-Projekt am Motor dran. Erstmal herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast für mich. Ich freue mich sehr drüber, dass wir das Ding zusammen machen. Und wir machen das nicht nur für mich, sondern wir machen es auch gleich für euch mit. Das bedeutet, wir werden jetzt in eine Videoreihe starten, wie baue ich einen Lambretta-Motor. Und das, was wir hier auf dem Wagen sehen, ist ein großer Teil dessen, was in diesem Motor verbaut wird. Wir werden euch jetzt wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie ihr diesen Motor bauen könnt, worauf ihr achten müsst, Tricks, Kniffe, kleine Hinweise, ergänzende Worte, die euch davor bewahren, Fehler zu machen oder halt vielleicht, wenn man mal Sachen nicht weiß, hier raus aus den Videos eine kleine Erklärung für sich mitzunehmen. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier jede Menge Teile. Wir erklären jetzt mal, oder du hilfst mir ein bisschen, wir erklären jetzt mal grundsätzlich, was das Konzept des Motors wird. Also das Konzept des Motors, es wird ein Race-Tour-Motor mit einem 195er RT-Zylinder. Da müsstest du so 17 bis 19 PS am Hinterrad dann am Ende mit haben. Sehr schön. Von der Zuverlässigkeit ist es wie ein originaler Motor mit wahrscheinlich der doppelten Hinterradleistung von einer 200er. Also wirklich das, was man so schlechthin immer meint oder guthin immer meint, ich will diesen potenten Tourer haben, der gut von der Ampel wegkommt und halt immer läuft. Genau. Sehr schön. Also der läuft halt wirklich immer. Ja, das ist mittlerweile ist das etwas, was im gediegenen Alter halt auch von Vorteil ist. Man will nicht immer die 45 PS Kraftmeierei haben, sondern, genau. Sondern es reicht eh mit 100 über die Landstraße zu fahren. Und da ist das halt. Das solltest du damit erreichen. Genau. Nennen mal ein paar Grundbeispiele, was wir so an Teilen liegen haben. Wir gehen aber gleich im Tutorial, oder das wird eine Videoreihe, die über mehrere Videos geht. Aber wir gehen halt jetzt mal so im Groben auf die Teile ein, gehen aber dann im Einzelnen, wenn wir die Teile verbauen, nochmal ganz speziell drauf ein. Was ist so der Grundbestand? Also wir haben gehört, 195 RT-Zylinder. Genau, dann haben wir das Herzstück des Motors, die Kurbelwelle. Da haben wir eine BGM-Welle, in diesem Fall mit 60 mm Hub und 107er Pleuel. Das ist schon Kavenzmann, ne? Das ist auch vom Gewicht eine ganz andere Klasse als eine PX-Welle. Ja, auf jeden Fall. Die BGM-Lambretta-Welle ist eine Vollwangenwelle. Das erhöht natürlich das Gewicht, hat einen relativ ausgeklügelten Wuchtfaktor. Der liegt so bei um die 40%. Da haben wir Wolframgewicht, Kupfergewichte und hier oben versteckte Taschen neben dem Hubzapfen. Ja. Das läuft auf jeden Fall wesentlich ruhiger als eine Nicht-Vollwangen-Kurbelwelle. Mhm. Liegt zum einen am Gewicht und zum anderen halt am Wuchtfaktor und macht durch die Vollwange auch noch mehr Leistung. Also sind beim RT-Motor übers Band ungefähr 1 PS. Der Vorteil an der Vollwange ist halt auch, dass du von unten raus ein bisschen mehr Vorkompression hast, weil du halt einfach im gleichen Verdichterraum weniger Platz hast. Ne? Genau. Also alles, was einströmt, wird halt in der Vorverdichterkammer halt auch noch ein Stück weiter mehr komprimiert, und weil halt weniger Platz ist. Genau, und da reagiert der Lambretta-Motor halt relativ gut drauf. Das heißt, wir müssten eigentlich relativ früh ein großes Drehmoment haben oder ein relativ hohes Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich haben. Genau, also das ist halt ein sehr elastischer Motor. Sehr schön. Mit einer sehr angenehmen Leistungsentfaltung, genau. Okay, getriebemäßig? Getriebemäßig, da haben wir das LI 150 Getriebe von dir gelassen. Das sieht soweit noch ganz gut aus und ist eigentlich auch schön abgestuft. Sehr gut. Da nehmen wir jetzt eine 1646er Übersetzung und haben dann im vierten Gang 4,9 über alles Übersetzungsverhältnis. Reicht Endgeschwindigkeit für etwa im gesunden Drehzahlbereich? Im gesunden Drehzahlbereich, du kannst da gut bei 100, du kannst da bei, ich muss jetzt nachgucken, ich glaube bei so um die 6000 Umdrehungen bei 100 tun. Also, das ist schön. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch so irgendwo zwischen 4 und 4,5 Liter liegen auf der 100. Mir wird der gar nicht schlucken. Ne? Ja. Mhm, schön. Also je nach Fahrweise, aber wenn du jetzt tourst, dann das bist du um die 4 Liter, ja. Das tört mich natürlich auch an, die Kupplung von BGM. Das ist auch was Feines, ne? Ja. Und was haben wir hier genau? Da haben wir jetzt eine 6-Scheiben-Kupplung, die ohne Spacer oder ähnliches verbaut werden kann. Die nutzt die Standard-Lambretta-Kupplungsbelege. Okay. Wir nehmen einen 46er Ritzel. Hm. Die Kupplung wird hier gegenüber bei den Kings CNC gefräst, also ist made in Germany. Also quasi made in Germany gegenüber. Genau, made in Köln quasi. Made in Köln, geil. Warte, ich halte mal fest, weil ich denke gerade, du willst das rauskriegen. Genau, ne? Das sitzt jetzt ein bisschen fest, haben wir jetzt geschafft. Sehr schön. Und dann haben wir halt einmal das Ritzel mit Messingbuchse, die CNC gefräste Kupplungsspinne. Da kommen 10 Federn rein, das sind 5 mehr als normalerweise bei der Lambretta. Und Druck an der Kupplung oben am Hebel. Eher
sanft oder eher brauchst du, wir hatten ja im ersten Video, glaube ich, drüber gesprochen, dass das eine relativ sanfte Kleidung ist. Ja, also das ist natürlich nicht wie bei Narcosa systembedingt, aber wenn du da einen vernünftigen Zug mit Teflon-Innenseel nimmst, da ein bisschen Teflon-Spray reinmachst, dann ist das absolut Stop-and-Go-tauglich. Also da ist kaum Hebelkraft. Haben wir sonst noch irgendwas, wo du sagst drauf, die Silent-Blöcke machen wir auch. Da habe ich unten schon gesehen. Genau. Da hast du noch das Werkzeug parat gestellt, ne? Da haben wir einmal die Silent-Blöcke. Die sind unterschiedlich für links und rechts. Der rechte auf der Kickstarter-Seite ist ein bisschen härter. Und die haben eine Einbauinrichtung, die ist mit einem Pfeil markiert. Da steht auch drauf, welche Seite. Und das zeigen wir gleich. Und genau, das zeigen wir gleich. Da. Okay, cool. Sind auf jeden Fall sehr haltbar und sehr vibrationsarm. Sehr schön. Genau. Ja, also ich meine, allein mit der Kurbelwelle, da bist du ja am Vibrationsniveau schon wirklich weit unten bei dem Wuchtfaktor. Ja, dann noch mit dem BGM-Polrad, das wir da drauf bauen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das auch nochmal gleich für euch ein bisschen zur Info. Es hat noch ein bisschen gedauert mit dem vom letzten Video bis jetzt, weil wir, weil ich es gerne tatsächlich so wollte, dass wenn alle Teile parat sind, dass wir relativ zügig durchbauen können. Deswegen hat sich das also unter anderem auch ein bisschen verzögert, weil wir halt genau auf wirklich alles gewartet haben, was in den Motor rein sollte, dass alles perfekt und dann auch vorbereitet ist. Sehr geil. Ja. Motorständer sehe ich, ist schon parat. Genau. Ist natürlich eine andere, ihr könnt es noch nicht sehen, aber seht ihr gleich. Ist natürlich eine andere Hausnummer als das, was ich zu Hause auf der Werkbank habe. Das ist geil. Also das ist wirklich geil. Das ist wirklich richtig geil. Ja. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, also da freue ich mich auch sehr drauf. Also von der Seite her würde ich sagen, ich bin wirklich gespannt, wie wir es angehen und wie wir loslegen. Diese Videoreihe wird unterteilt werden in mehrere Abschnitte, was bedeutet, dass ihr quasi mehrere Videos seht zu verschiedensten Bauetappen und verschiedenste Abschnitte dieses Motors dann kombiniert, sodass es dann nicht ein langes Video für anderthalb Stunden wird, sondern dass man sich wirklich dann die Videos rauspicken kann, was man gerade explizit braucht. Ja? So haben wir das vor. So, ich werde mich jetzt hinter die Kamera begeben und werde versuchen, das alles so gut wie möglich einzufangen. Ihr könnt gerne, wenn ihr Bock habt, dann auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen wollt, wo euer Anspruch ist, wo wir noch ein genaues Auge drauflegen sollen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und wir steigen heute mal wieder ganz obligatorisch mit einem kleinen Teilepörnchen ein und würde sagen, wir bereiten vor, ich drehe das Pörnchen und dann legen wir los. Also bis gleich. Motor ist jetzt hier im Motorständer eingespannt. Den können wir jetzt sehr schön um die eigene Achse drehen, kommen überall super dran. Und ich erzähle mal, was ich jetzt schon gemacht habe. Also was ich gemacht habe, ist alle Gewinde kontrolliert und die Stehbolzen montiert. Das ist das BGM-Stehbolzen-Set für den Motordeckel. Das passt für Serie 1 und 2 und Serie 3. Bei Serie 2 wurden irgendwann die Stehbolzen von M6 auf M8 geändert. Und das ist halt das komplette Stehbolzen-Set. Das habe ich schon vormontiert, weil es eigentlich wahnsinnig langweilig ist, das jetzt zu machen bei 16 Stehbolzen. Ja, was ich auch noch gemacht habe,
ist das antriebseitige Lager für die Kurbelwelle. Das habe ich schon ersetzt. Das geht halt relativ einfach, das aus- und einzubauen. Was da wichtig ist, ist Hitze, Hitze und Hitze. Also wenn es richtig warm ist, kriegst du es gut raus. Und wenn es richtig heiß ist, dann geht es auch gut rein. Das machen wir folgendermaßen. Wir können es von der Seite rausschlagen, wenn es warm ist. Und zur Montage machen wir Folgendes. Wir legen den Motor so hin oder machen es halt im Motorständer, haben dann das 6305 Lager. Und wenn das richtig heiß ist, fällt das einfach in den Lagersitz. Was man machen sollte, wenn es nicht in den Lagersitz fällt, irgendein Rohr zur Hand haben, dass man da vielleicht nachsetzen kann. Ich habe da jetzt zwei Lagerwerkzeuge zur Sicherheit gehabt, ist aber so reingefallen. Das Hinterradlager ist noch drin, das zeigen wir dann nachher, wie wir das aus- und umbauen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Kurbelwelle an. Abschnitt 1 machen wir jetzt die Kurbelwelle. Auf dem antriebseitigen Lager sitzt die Abdeckplatte für das Lager. Da sitzt innen der Wellendichtring. Den montieren wir so, dass die Feder zur druckbelasteten Seite zeigt. Also das heißt, wir würden den jetzt so hier reinsetzen. Und der würde dann in dem Fall der originalen Platte mit einer Dichtung abdichten zum Getriebe. Wir gehen aber hin und nehmen die Casa Performance Abdeckplatte. Da ist es so, dass hinten ein O-Ring drin sitzt und der dichtet auf dem Lager ab. So, was wir jetzt machen, wir nehmen den Wellendichtring, drücken den hier rein. Oh, mit ein wenig Nachdruck haben wir den Ring auch reinbekommen, der sitzt jetzt. Was wir jetzt als nächstes machen, wir nehmen ein bisschen Fett und setzen den O-Ring in die Platte ein. Wofür ist der O-Ring gut? Der O-Ring, der dichtet auf dem Außenring des Lagers gegen das Getriebeöl ab. Also da kommt normalerweise original eine Dichtung drauf. Zeig mal. Die geht von hier nach da und dichtet das ab. Und wir dichten das jetzt mit dem O-Ring ab. Setzen die ein. Richten die einmal so aus. Wir nehmen mittelfeste Schraubensicherung und da wirklich nur einen minimalen Tropfen. So, dann setzen wir die jetzt ein. Arbeitest du die Schrauben mit einem gewissen Drehmoment fest oder machst du das nach Handgefühl? Also ich mache das jetzt nach Handgefühl, da gibt es aber auch ein vorgeschriebenes Anzugdrehmoment. Ich glaube, das liegt bei 8 Newtonmeter oder so. Ja. Das ist halt wenig bis gar nichts. So, das sollte reichen. Also nicht mit Gewalt reinprügeln, sondern nicht mit Gewalt reinprügeln, sondern genau. Mit Gefühl oder halt mit dem Drehmoment im entsprechenden. Machen wir mit der Kurbelwelle weiter. Hier haben wir ja, wie gesagt, die 60er BGM-Kurbelwelle mit 107er Pleuel. Das ist die BGM 10760N Artikelnummer. Ich finde es faszinierend, dass du die ganzen Nummern parat hast. Ich habe da so viel mit zu tun. Das ist, aber gut, es finden auch einige hier im Laden spooky. Ja. Genau, was wir da jetzt machen, ist einmal den Lagerring drauf. Da haben wir das NU205 Lager, den Lagerring. Den machen wir jetzt einmal warm. Und dann klopfen wir den auf die Kurbelwelle. Jawohl. Da gibt es das entsprechende Werkzeug zu. Und ich hole mal ein bisschen Wärme. So, den Ring haben wir jetzt warm gemacht. Dann fädeln wir den jetzt mal auf die Kurbelwelle. Der ist in Position. Und jetzt gehen wir hin. Normalerweise könnte man das jetzt hier spreizen, aber ich denke, hätte es keine Kurbelwelle werden dürfen, wenn es das nicht aushält. Nehmen unser Werkzeug. So, und der Ring ist drauf. Das ging ja jetzt recht entspannt. Ja, das ist halt mit dem Werkzeug und den richtigen Toleranzen überhaupt kein Problem. Ja, jetzt können wir die Kurbelwelle ins Gehäuse einbauen. Dann nehmen wir ein bisschen Fett. Und fetten einmal die Innenkante des Wellendichtrings, nehmen dann die Kurbelwelle, gehen da auch nochmal mit ein bisschen Fett drüber und fädeln die dann wie gehabt in das Motorgehäuse ein. Ich weiß noch, dass ich beim Ausbau mir fast die Finger gebrochen hätte. Ja, da gibt es halt nur eine Position. So, jetzt drücken wir die ein bisschen ins Lager.
drehen den Motor einmal so weit und nehmen jetzt folgendes Werkzeug. Das ist ein Einzieher für die Kurbelwelle. Das ist von Casa Performance. Das ist eigentlich das komfortabelste Werkzeug. Was man alternativ machen kann... Hast du davon die Nummer im Kopf, die Bestellnummer? Ja. Ja, sag. CPX231B. Oh, na boah. Das schlimm, oder? Ja, schlimm. Was man halt alternativ machen kann, es gab früher diese Hülse und die originale Front-Sprocket-Schraube. Damit kann man die auch reinziehen. Da ist das Problem, du musst das Pleuel blockieren, um die reinziehen zu können. Das ist bei dem Teil nicht der Fall. Was man machen kann, wenn man gar nichts hat, man kann die Welle ein bisschen in den Lagersitz reinklopfen und dann kann man die Antriebshülse nehmen, die originale, und das damit auch reinziehen. Wir nehmen jetzt dieses wunderschöne Casa Performance Werkzeug, setzen das an. Wir schrauben das jetzt einmal komplett in die Kurbelwelle. Bis das drin sitzt, so. Da geht noch was. Gut, jetzt schrauben wir das einfach wieder ab. Nehmen alle Teile runter und die Kurbelwelle ist drin. Genau, was man halt machen kann, wenn man sich unsicher ist, ob Kurbelwelle und Gehäuse zusammenpassen, da kann man hier mit einer Fühlerlehre einmal den Abstand messen. Das sollen so mindestens ein halber Millimeter sein. Also zwischen der Wange und dem Gehäuseteil? Genau, zwischen der Wange und dem Gehäuse, da sollten so 0,5 mm mindestens Abstand sein, damit die Kurbelwelle nicht am Gehäuse oder an der Abdeckplatte schleift. Okay, perfekt. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Kapitel 2, Zylindermontage. Zylinder steht bereit. Ich habe jetzt hier die Stehbolzen, die werden wir als erstes ins Gehäuse bauen. Die werden für uns in Italien gefertigt. Die haben eine kurze und eine lange Einschraubseite. Die kurze Einschraubseite kommt ins Motorgehäuse. Und die kleben wir jetzt mit ein bisschen Loctite, mittelfest und dem entsprechenden Drehmoment ins Motorgehäuse ein. Gut, dann kleben wir jetzt mal die Stehbolzen ein und montieren die. Dazu habe ich hier das Stehbolzenmontagegerät. Da kann man die schön festklemmen, wenn man jetzt den richtigen Schlüssel findet. Das ist halt ein bisschen komfortabler als das Kontern. Ich nehme jetzt einen Drehmoment von 24 Newtonmeter, mit dem ich die montiere. Zusätzlich noch ein ganz kleines Tröpfchen mittelfeste Schraubensicherung. So, wunderbar. Lassen Sie schön von Hand eindrehen. Jetzt gucken wir einmal mit dem Drehmomentschlüssel. So, das haben wir. Gibt es für die Stehbolzen auch eine Artikelnummer, die du im Kopf hast? Das müsste BGM 2244B oder N sein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich werde das nachrecherchieren. Ja, mach das. Aber sonst sind die ja beim Zylinder im Lieferumfang dabei. Sehr schön. Übrigens auch ein kleiner Tipp von meiner Seite aus. Tauscht die Stehbolzen gerne mal öfter aus, weil das sind halt Dehnstifte. Ja? Das heißt, die lassen sich auch nur über einen gewissen Zeitraum so benutzen, dass sie dann auch funktionsfähig sind. Wenn der Zylinder 3, 4, 5 Mal rauf und runter genommen wurde, dann ist die Dehnfähigkeit dieser Zylinderstehbolzen oder Dehnstifte auch nicht mehr so hundertprozentig gegeben. Bedeutet, tauscht auch Stehbolzen öfter mal aus, damit ihr hier auch die Fremdluftwahrscheinlichkeit ausgrenzt. Korrekt? Genau. Da gab es auch irgendwelche aktuellen Beispiele aus dem Vespa-Bereich, oder? Naja, ich sag mal so. Ich hatte es tatsächlich so, dass ich einen BGM-Zylinder-Test gefahren bin mit Stehbolzen, die weich waren, und habe mir nach 8 Kilometern dermaßen den Zylinder weggeklemmt an der Ampel, dass ich gedacht habe, also auf das Zurollen auf die Ampel stand ich dann mit
hart blockiert im Hinterreifen. Einfach weil die Stehbolzen weich geworden sind und der Zylinderkopf sich abgehoben hat. So, wir sind jetzt so weit, dass wir den Zylinder einmal trocken draufbauen, um die Quetschkante messen zu können. Bei dem Zylinder selbst ist eine Einbauanleitung dabei. Da ist im Prinzip beschrieben, welcher Spacer mit welcher Hub- und Pleuel-Kombination verbaut wird. Wir haben jetzt hier ja die 60er-Welle mit dem 107er Pleuel. Die häufig verkaufte Kombination ist 60-110. War jetzt nicht da, macht aber auch keinen großen Unterschied. In der Theorie ist der Motor mit dem längeren Pleuel ein bisschen laufruhiger. Kann ich so in der Praxis nicht nachvollziehen. Egal, ob ich die Motoren jetzt mit 58-107 oder 60-110 gebaut habe, das läuft gleich ruhig und vibrationsarm. Und da kommt halt der gute Wuchtfaktor von der Kurbelwelle ins Spiel, der einen viel größeren Effekt hat als die Länge des Pleuels. Wir stecken den Zylinder einmal drauf, werden keine Fußdichtung verbauen und am Kopf einen Ausgleich für den längeren Hub von 1,5 mm. Und da hoffen wir, dass wir auf eine 1-2er Quetschkante um den Dreh kommen. Klappt bei italienischen Motorgehäusen eigentlich immer. Und jetzt gucken wir mal gleich, wie das hier beim spanischen Gehäuse aussieht. Hier haben wir den aktuellen Kolben. Der hat eine Einfahrbeschichtung, die ist jetzt neu und ein bisschen anders, eine Oil-Dot-Beschichtung. Da haftet der Ölfilm besser. Und ich fange jetzt mal an. Das hier ist die Einlassseite, da sind die Ringpacks. Die sollen nicht über den Auslass laufen, ist auch nochmal hier mit dem Pfeil gekennzeichnet. Also Pfeil Richtung Auslass, hier sind die Ringpacks. Und jetzt bauen wir den ersten Kolbenclips ein. So, ein Kolbenclip haben wir jetzt schon reingesetzt. Schön in der Nut. Jetzt montieren wir als nächstes die Kolbenringe. Gibt es so bei den Kolbenringen eine Einbaurichtung? Nein, gibt es nicht. Ich habe das jetzt mit der Beschriftung nach oben gemacht, okay, damit es einheitlich ist, aber die Kolbenringe sind identisch. Also das... keine Tellerform. Keine Tellerform. Das passt so. Wir bauen das jetzt erstmal alles trocken zusammen, um die Quetschkante zu messen. Deswegen ist jetzt auch noch kein Öl am Pleuellager. Dann kommt die undankbare Aufgabe, den zweiten Kolbenclip da reinzubringen. Muss ich mal gucken, wie ich das... Ja, wenn man jetzt mit Kamera macht, ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Ja, mit Kamera ist ein bisschen schwieriger. Vor allem ist die Richtung jetzt ein bisschen komisch. Aber, wie wir sehen, war das ein erfreulicher Vorführeffekt. Kolben ist montiert. Jetzt holen wir uns mal, gucken einmal, dass die Ringpacks mit den Kolbenstoß befluchtet, setzen dann den Zylinder drauf. Sollte jetzt. So. So, Kolben ist drin, Zylinder ist drauf. Ich drehe mal grob an der Kurbelwelle auf OT. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus, könnte man jetzt auch messen. Wir machen Folgendes, wir holen uns die 1,5er Kopfdichtung, die bei der Kurbelwelle dabei ist. Gucken jetzt mit der Achtfachverschraubung, dass wir da das richtige Loch erwischen. So, haben die Kopfdichtung drauf. Holen uns jetzt Lötzinn, messen die Quetschkante und dann schauen wir mal, wo wir liegen. So, jetzt haben wir den Lötzinn entsprechend positioniert und können genau sehen, wo der hinterher mit der Quetschkante liegt. Jetzt machen wir den Kopf drauf und dann messen wir. Das ist eine 14er Schlüsselweite hier bei den Kopfmuttern und bei denen für die Zusatzverschraubung, den Schrauben, ist da auch eine 14er Schlüsselweite. So,
Jetzt haben wir die Antriebshülse drauf gemacht, weil ich zu faul war, eine Pullradmutter aus dem Lager zu holen. Jetzt drehen wir den mal durch. Ups. Das war's. Und dann können wir mal gucken. So, Kopf wieder runter. Ja. So, dann ziehen wir ihn mal runter. Drehen wir den Kolben nach oben. Jawohl. So. So. Dann nehmen wir das mal ab und holen uns einen Messschieber. So, was haben wir denn? Da haben wir jetzt eine 1,4er Quetschkante. Das heißt, die spanischen Gehäuse sind da ein bisschen toleranter als... wahrscheinlich, ja. Also, gut. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir holen uns einfach eine andere Kopfdichtung und gehen dann auf eine 1,1er Quetschkante. Gut, mit der 1,5er Kopfdichtung und der 1,4er Quetschkante sind wir nicht zufrieden. Ich habe jetzt eine 1,2er aus dem Lager geholt. Da kommen wir dann auf eine 1,1er Quetschkante. Das ist schon deutlich besser. Die wechseln wir jetzt aus. Die 1,5er kommt zur Seite. Und wir werden den Zylinder jetzt final montieren. Dazu ziehe ich ihn jetzt nochmal ab. Und genau, da wir keine Fußdichtung fahren und ich den Kolben nicht nochmal ausfädeln will, mache ich jetzt ein bisschen Dichtmasse auf den Zylinderfuß. Das heißt, du machst den Zylinder jetzt platt auf dem Block? Genau, mache ich platt auf dem Block ohne Dichtung. Wenn ich einen 3 mm Fußspacer oder sowas verbaue oder einen anderen Fußspacer, dann mache ich das genau so. Ich mache da keine Dichtung zwischen, sondern gehe hin und mache Zylinderfuß, Spacer, Zylinder und dazwischen ein ganz klein bisschen Dichtmasse, dass das halt abgedichtet ist. Da brauchen wir auch nicht viel, sondern ziehen da nur ganz dünn mit dem Dirco HT in Schwarz einmal drüber. Temperaturbeständig? Temperaturbeständig. Ist so wie das Dirco HT in Rot, nur in Schwarz. Da hat ja wahrscheinlich jeder andere Vorlieben bei den Dichtmassen. Schmieren wir hier noch ein bisschen rum und da noch ein bisschen rum. Und das reicht mir dann auch schon. Der fiese Handschuh weg. Dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Öl, da habe ich jetzt 2-Taktöl in der Spritze, ans untere Pleuellager tropfen. Das ist natürlich toll geworden. Und auch hier oben dran ein bisschen. Man macht deshalb ein bisschen Öl an die unteren und an die oberen Pleuellager, damit, wenn der Roller das erste Mal angetreten wird, dass er nicht trocken läuft. Genau. Das Lager sich nicht gleich festfrisst, beziehungsweise Laufspuren gibt. So, dann schieben wir den Zylinder jetzt drauf, nehmen die 1,2er Kopfdichtung. Das vielleicht noch dazu, der RT-Zylinder, der ist relativ moderat verdichtet mit 1:8. Das heißt, man kann den auch mit einer Quetschkante unter 1 mm fahren und der ist dadurch nicht so verdichtet. Das geht auch. Also ich selber schon mit 0,9 relativ lange gefahren. Ich würde immer sowas zwischen 1,1,2 anstreben. Da liegen wir jetzt hier mit 1,1 komplett im Mittelfeld. Jetzt wie viele Steuerzeiten haben wir jetzt hier bei diesem Setup mit der Kopfdichtung und mit der Kurbelwelle? Ich meine, wir liegen bei 122 zu 174, irgendwie sowas in der großen Ordnung. Okay. Ist aber beim RT auch nicht so entscheidend. Da kann man halt sagen, der läuft immer. Also das hört sich blöd an, ist aber so. Ist natürlich von den Steuerzeiten eher wirklich super für eine Box. Genau. Ne? Aber du weißt ja, bei einer Lambretta möchte ich zum Beispiel wirklich so einen kleinen, dezenten Schwengel fahren. Ja. Das heißt, auspufftechnisch wird es jetzt schwierig für mich, wenn ich einen, oder gibt es Reso-Anlagen, die mir für die Steuerzeiten entsprechend was bieten? Hast du einen Tipp? Ich habe da keinen Tipp, aber du hast ja einen Prüfstand und ich habe Auspuffanlagen. Die kann ich dir nachher mal zeigen, da haben wir einiges zusammengesammelt. Ich würde irgendwas JL3, KRP1, irgendwie sowas in der Richtung mal ausprobieren, wenn du eine Box fahren willst.
Ja, ich würde lieber was mit. Also das, was Entschuldigung, wenn du einen Rennausbruch fahren willst, wenn du keine Box fahren willst. Genau. Also, was bei der Lambretta natürlich sensationell geil ist, ist die Auspuffposition. Ne? Wenn der Auspuff hinten rechts am Roller rausguckt, das ist eigentlich genau das, was kickt bei der Lambretta. Ja. Ja, ich bin ja ein großer Box-Fan und gerne mit alles, möglichst originaler Optik, aber zum Glück ist das Leben und die Welt ja bunt. Ja. Und dass das sinnbefreit ist bei den Steuerzeiten, mit so einem Auspuff da dran zu gehen, das wissen wir beide. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich, ist ja, wie soll ich sagen, da geht Geschmack vor Sinn. Ja. Ich werde wahrscheinlich entzückt sein, wenn ich mit der Box fahre, wie geil sich das fahren lässt und wie mau der dann unten rum ist, wenn da eine entsprechende Tüte drauf ist. Aber da muss ja, aber wie gesagt, da ist ja auch vieles Geschmackssache. Ich kann dir auch mal ein Diagramm zeigen mit einem relativ aktuellen Rennauspuff. Ganz kurzer Einwand, wie viel Newtonmeter? Wir haben die Stehbolzen mit 24 eingeklebt. Ich ziehe den Kopf jetzt mit 22 fest. Bin jetzt aber bei 16 oder so. Mhm. Und mache das jetzt langsam und über Kreuz. Und dann machen wir gleich auch die 24 Newtonmeter, knacken das ab. Und dann kommt noch die Zusatzverschraubung dazu. Die machen wir auch mit 24 Newtonmeter. Werden jetzt einige sagen, ist zu viel, aber verkraftet der Zylinder. So, und dann haben wir jetzt noch die Zusatzverschraubung. Und da ist der RT halt auch auf absolute Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Der Kopf ist achtfach verschraubt, original ist er vierfach verschraubt. Und der Auslass, der ist original zweifach verschraubt. Und beim RT dann vierfach verschraubt. Also da muss mit Teufel zugehen, dass sich da was löst. Fremdluft am Zylinderkopf ist immer sehr ärgerlich. Ja. Da hilft jede Schraube ungemein. Gut, dann montieren wir jetzt die Auslassstehbolzen. 4 Stück an der Zahl. Da haben wir wieder dieses hervorragende Montagewerkzeug. Hast du die Bestellnummer im Kopf? Nee, da muss ich leider passen. Suche ich raus. Blende ich euch jetzt hier unten ein. Da nehmen wir jetzt einen Drehmomentschlüssel und machen da so 12 Newtonmeter drauf. So, der letzte. Haben wir auch das geschafft?